Hi Leute, letztens in der Vegan Box gab es ja diese Grünkohlchips und ich habe ja gesagt, ich würde mal gerne versuchen, die nachzumachen. Und ja, ich glaube, meine Version ist ein bisschen anders geworden als das Original, aber ja, egal, auf jeden Fall sind die trotzdem sehr lecker. Und ja, was ich daran auch gut finde, ist, dass es ein sehr schnelles Rezept ist, denn meistens, wenn ich wirklich mal Lust auf Chips habe, dann will ich die auch in der nächsten halben Stunde zum Beispiel haben oder in der nächsten Stunde, zum Beispiel für einen Fernsehabend oder so, und will die nicht irgendwie 5 Stunden lang erst trocknen müssen. Deswegen ist das jetzt ein schnelles Grünkohlchips-Rezept. Okay, los geht's. So, als erstes braucht ihr mal so einen Cutter, mit dem ihr dann 4 Esslöffel Cashewkerne klein häckselt. Das sind ungefähr 55 Gramm. Und ihr macht das so lange, bis ihr so ganz kleine Körnchen habt. Also das muss nicht wirklich schon total mußig sein. Ungefähr so sollte das reichen. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Semmelmehl. Dann ist es eigentlich genau richtig. Und zu den pürierten Cashewkernen könnt ihr gleich mal 1 Esslöffel Hefeflocken dazugeben und so ein kleines bisschen vermischen. Dann braucht ihr jetzt ca. 100-125 Gramm Grünkohl. Und der ist bei mir jetzt schon relativ klein, weil ich jetzt gerade so die Reste aus meinem Garten geerntet habe. Und ja, wenn ihr den kauft, dann werden die Blätter wahrscheinlich größer sein. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen klein schneiden, so in ja, mundgerechte Stücke, sag ich mal. Da kommt jetzt 1 Esslöffel Olivenöl dazu, 1 Esslöffel Apfelessig und 2 bis 4 Esslöffel Sojasauce. Wenn ihr jetzt keine Sojasauce drin haben wollt, weil ihr den Geschmack nicht mögt, dann könnt ihr auch einfach die gleiche Menge Wasser nehmen und einfach etwas Salz darin auflösen und das dann darunter geben. Und das könnt ihr jetzt erstmal in den Grünkohl hineinkneten, sodass er auch ein kleines bisschen weicher wird. So, da könnt ihr jetzt eure Cashewkerne und die Hefeflocken reingeben und das dann wieder schön unterkneten. Euren Ofen könnt ihr dann auch schon mal auf 130 Grad vorheizen. So, dann braucht ihr ein Backblech mit Backpapier und gebt da einfach euren Grünkohl rauf. Und den verteilt ihr da schön gleichmäßig auf dem ganzen Blech. So, und das kommt jetzt bei 130 Grad in den Ofen. Und mit der Temperatur könnt ihr auch so ein bisschen rumspielen. Also ihr könnt ein bisschen das Ganze bei höherer Temperatur backen, dann halt ein bisschen kürzer. Und ihr müsst mal aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Oder ihr könnt es ganz einfach trocknen, das dauert dann natürlich umso länger. Aber im Grunde könnt ihr das mit allen möglichen Temperaturen machen. Ich sag mal bis 150 Grad ungefähr, weil sonst wird es einfach zu dunkel nachher. So, den Grünkohl werde ich jetzt ca. alle 5 bis 10 Minuten wenden, damit er auch schön gleichmäßig trocknet. Und ja, das dürfte insgesamt ungefähr eine halbe Stunde dauern. So, das waren jetzt sogar schon 40 Minuten. Jetzt könnt ihr den Ofen erstmal ausmachen und aufmachen und die Chips dann noch ungefähr 5 bis 10 Minuten drin stehen lassen und noch ein bisschen nachziehen lassen. So, und das war's im Grunde. Chips sollten jetzt eigentlich soweit fertig sein. Und das hört ihr auch relativ gut am Klang immer, wenn ihr das testen wollt. So, damit habt ihr wunderbare Grünkohlchips. So, mal kosten. Wunderbar knusprig. Und auch ziemlich würzig, aber nicht zu viel. Also für mich zumindest gerade richtig. Ja, und mit dem Salzgehalt könnt ihr auch ein bisschen variieren. Und wie gesagt, auch die Sojasauce durch Salz ersetzen. Das ist dann einfach eurem Geschmack überlassen. Ja, das ist wie gesagt die schnelle Variante. Also sie wird gebacken und nicht getrocknet. Also wenn ihr Rohkost-Grünkohlchips haben möchtet, dann macht das am besten in einem Dörrautomat. Das dauert dann, wie gesagt, natürlich auch ein bisschen länger. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine, schnelle Rezept gefallen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mm.